Wunderschönen guten Morgen, liebe KFI-Freunde. Also, es gibt natürlich wieder nicht so gute Neuigkeiten. War das gestern Abend der letzte Stand hier. Also immerhin, wir sind ja schon mal vorangekommen. Also die Batterien plus die Terminals grob erstmal stehen. Ja. Jetzt aber alles auf 70 Quadrat erstmal, nicht auf 140. Das müsste man halt einfach nochmal verdoppeln. Da muss ich mir noch mal Material bestellen. Aber es wird erstmal funktionieren. Deswegen machen wir heute einfach weiter mit dem Aufbau der Endstufen. Aber was sich hier etwas als Problem herausgestellt hat jetzt momentan, ich weiß noch nicht genau woran es liegt, ist die gute Lichtmaschine. Und zwar, also erst Motor an, ne? So, ja, hier. So, sieh da, Licht ist da. Ja, und Lichtmaschine liefert natürlich noch keinen Strom. Muss man erst einschalten. So, hört man auch, dass vorne ordentlich gearbeitet wird. Aber es passiert nichts. Ja, irgendwie auch mit dem Regler, mit der Veränderung des Reglers passiert nichts. Man hört auch, wie sie ausgeht wieder. Ja, und wie sie sich einschaltet. Aber es passiert nichts. Also es geht leider nicht wirklich voran. Ja, Lichtmaschine liefert keinen Strom mehr richtig. Muss man jetzt erstmal gucken, woran es liegt. Und bis derweilen lade ich jetzt erstmal die Batterie mit der normalen Ladegerät auf. Ich habe schon durchgemessen, also Widerstände und Ströme fließen, aber nicht genug. Also werden wir wohl erstmal. So Stand der Dinge. Ich wollte euch mal ganz kurz hier nochmal einen Blick verschaffen. Verkabelung ist jetzt an der großen Endstufe soweit fertig. Wir haben hier 2x50 Quadrat plus, 2x50 Quadrat minus. Ja, so ein bisschen mit Restekabel, aber ist alles vernünftig crimped und wird jetzt auch vernünftig verlegt. Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, wo ich das DSP hinbaue, weil diese klobige Endstufe dort nimmt schon ganz schön viel Platz weg und macht die Verkabelung auf jeden Fall ein bisschen komplizierter. Und was soll ich sagen? DSP, sehr schönes Gerät, ja, von B2, auch 8-Kanal und von daher, ja, schauen wir mal, wie wir das jetzt am besten verkabeln. Wieder und zwar jetzt diesmal im Auto. Ja, ist soweit alles angeschlossen und wir befinden uns quasi im Ausmodus, ne? Also Autos aus. Betriebsspannung hinten sind 14,8 Volt, ist schon mal sehr stabil. Dann schalten wir erstmal ein. Ohne Motor an natürlich und dann wollen wir mal schauen. Und da hören wir schon das Startgeräusch, ja, einen Kriechstroms, also das übelst das Nebengeräusch, ja, also
Man denkt, da explodiert gleich eine Bombe. Also, ja, verhält sich allerdings auch bei Musik nicht anders. Ja. Mal hier mal kurz rinnen, sippen. Musik kommt zwar sauber, aber trotzdem haben wir dieses hässliche Nebengeräusch. Dann machen wir mal den Motor an und schalten dazu dann mal die Lichtmaschine ein und gucken, was passiert. Ja, sie produziert gleich sauber, ja, steht bei 14,2, aber man sieht gleich hinten an den Zellen 15,1, dass dort sofort Ladung reingeschoben wird. Und das Störgeräusch ist einfach, ja. Man kann ein bisschen Musik machen selber mit der Lichtmaschine, sehr schön. Ja, wenn wir natürlich erhöhen, ist besser. So, dann wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze hier ein bisschen unter Last verhält. Trotzdem untenrum weiterhin, aber wie man sehen kann, Stromversorgung ist mega stabil. Ja, da passiert quasi gar nichts. Ja, Pegel ist ordentlich, Klang ist auch wirklich gut. Dazu gehen wir aber später nochmal ins DSP rein. So viel erstmal dazu. Da wären wir schon im Kofferraum und zwar mit dem DSP. Hier haben wir die schönen Cinch-Ausgänge. Ja, man sieht es ab hier Ausgang. Ja, 8 Kanäle und der kommt von vorne, das ist quasi der Cinch-Eingang. Aber da wir dieses hässliche Störgeräusch haben, werden wir jetzt mit einem High-Eingang, also quasi mit den Lautsprechern Ausgängen vom Radio, hier hinten das DSP reingehen. Hier vorne ist auch die Beschriftung genau angezeigt, steht High-Input und man kann auch Output machen, weil hier eine kleine Endstufe, ein Digitalverstärker mit verarbeitet ist. Könnte man theoretischerweise auch gleich an einen anderen Lautsprecher gehen. Da werden wir später nochmal drauf eingehen, wenn wir in der Software sind. Ansonsten werde ich das jetzt erstmal ordnungsgemäß verkabeln, wie man das hier so sieht in der Box. Und dann schauen wir gleich mal weiter. Herzlich willkommen im Kabelsalat. Ja, ich habe schon mal anbereitet, würde ich sagen, fehlt nur noch das Dressing. Aber mal ganz ehrlich, es geht nun mal leider nicht anders. Ja, wir müssen jetzt hier hinten ans Radio ran, ja, wo quasi hier auch rot und schwarz zu erkennen, ja, gehen natürlich auch die anderen Kabel. Da hinten an einen sogenannten braunen Adapter, der wird normalerweise ins Auto gesteckt, ja, da geht es an die Autolautsprecher, der ist komischerweise auch noch dran. Den nehmen wir jetzt ab und ersetzen ihn gegen diesen hier. Ja, da hängen jetzt noch ein paar Kabel raus, die sind alle natürlich zugeordnet, ja, das werden wir uns auch alle richtig markieren, weil ich habe mir mal aus dem Baumarkt die günstige Alternative besorgt. Genau, also ein 12-adriges Kabel, wovon wir aber jetzt erstmal nur 8 brauchen. Aber man weiß ja später nie, wofür man noch weitere Adern braucht und somit braucht man nicht alles komplett nochmal neu ziehen. Jetzt nehmen wir die, stecken die quasi hier ran. Der Stecker kommt dann da hinten ran ans Radio und dann gehen wir mit dem Kabel nach hinten an den DSP. Dann schauen wir mal weiter.